Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Nächste Folge Pal World. Wir haben überhaupt noch gar nicht geschaut. Wir haben ja unseren ersten Boss Pal. Achso, und ein Dings haben wir auch noch. Den werden wir schon mal direkt ersetzen. Wasserratte ist für den Angriff gut, ne? Ja, okay. Aber wir haben ja Chillet. Ich überlege, welchen Pal wir uns noch holen. Der ist fleißig. Arbeitstempo plus 20. Hat Sammeln und Kühlung. Und als Angriff Drachenkanone und Eisrakete. Den sehe ich tatsächlich nicht bei uns, ne? Im Team. So, wir machen uns mal das nächste Bett erst. Zweite Reihe. Oh, das bitte abbrechen. Sieht ja grauenvoll aus. Naja, komm. Ich hätte es gern eben. Naja, ist auch nicht ganz eben, aber passt schon. So, dann kriegt Chillet auch seinen Schlafspot. Ich weiß gar nicht, ob der mit dem Bett zurechtkommt. Es gibt auch größere Betten, glaube ich, später. Hab ich mir aber noch gar nicht angeguckt. Ich weiß auch gar nicht, für was die größeren Betten überhaupt benötigt werden. So, was können wir denn noch machen? Ein Chillet-Sattel. Oh, damit könnten wir auf Chillet reiten. Auch schön. Ja, Weizenfeld kommt später. Efeu-Set. Das sehe ich erstmal alles nicht. Das können wir später machen. Okay, dann satteln wir die Pferde. Ich will was testen. So wird das nicht genutzt. Gekühlt. Kommen die Dinger da nicht ran? Könnte sein, ne? Warte mal, dann reißen wir den nochmal ganz kurz ab. Und machen die Kühlbox. Schade, dass man das nicht oben drauf stellen kann. Machen wir hier hin. Dieser Tisch da rechts kommt eh weg. Aber dann können wir die Kühlbox hier hinbauen. In der Hoffnung, dass sie hier auch kühlt. Also, dass sie gekühlt wird. Naja, wir lassen es mal. Okay, so, wir gehen jetzt aber auf Jagd. Und, obwohl, ist egal. Und zwar gehen wir zu Paint King. C. Und versuchen, den zu fangen. Level 15 sollte theoretisch passen. Gucken wir mal. So, welchen Kollegen nehmen wir denn? Ich würde fast Sparkit nehmen. Weil ich weiß nicht, was Paint King für ein... Naja, für ein Monster ist, aber ich würde wahrscheinlich so auf Wasser oder so gehen. Naja, Eis, ne? Wir betreten mal den Dungeon. Okay. Mal erstmal die Pengolitz fertig. Aua! Nein, und jetzt ist meine Rüstung beschädigt. Das war nicht mein Ernst. Oh, oh, und mein,
Perl ist down. Oh oh. Mann, lad doch mal nach! Oh mein Gott. Okay, 479. Geh schon mal auf die bessere Sphäre. Oh oh, wir sind gleich tot. Komm schon. Yes! Ja, Penking gefangen. Oh mein Gott. Mit kaputter Rüstung. Hunger ohne Ende. Okay. So, Sparket hat es zerlegt. Das ist ärgerlich. Gibt es hier sonst gar nichts? Achso, ja klar. Die Totenpelz kann ich hier noch aufsammeln. Aber ansonsten ist hier nichts. Okay. Aber sehr geil. Dann ist Belking in unserem Besitz und in einer Stunde theoretisch wieder verfügbar. Wir werden mal nach Hause fahren. Also uns porten. Wow, das verbraucht sehr, sehr viel Ausdauer. Kurz mal unsere Rüstung reparieren. Unseren Sparkit sich erholen lassen. Und dann können wir mal gucken, wie gut der neue Pal ist. Also erstmal kommen wir hier hin. Selbstzerstörerisch. Ah, okay. Oha, guckt euch mal die Werte an. Alles Arbeitsstufe 2. Oh, der wäre natürlich geil bei uns in der Basis. Und zwar als Upgrade hierfür. Verstehe gar nicht, warum das hier nur die ganzen Arbeitsdinger Stufe 1 hat. Naja. Die sind aber schon sehr gut hier, die drei. Ich würde gerne mal ihn hier sehen. Achso, und mal gucken, ob das Ei fertig ist. Können wir direkt ein nächstes machen. Wobei, ich glaube nicht, dass es zeitlich schon fertig ist. Doch, 14 Sekunden noch. Cool. Kann man schon mal das nächste Ei nehmen. Wir nehmen mal ein düsteres Jumbo-Ei. Ich habe ja das Gefühl, dass Jumbo-Eier irgendwie ein bisschen besser sind, ne? Warum ist hier Holz drin? Ausgebrütet. Okay, was kriegen wir? Ernsthaft? Ich krieg einen Penking? Wow, das ist krass. Okay, das ist natürlich krass. Gerade Penking besiegt und ich bekomme einen Penking. Was ist denn hier los? Ich glaube, irgendjemand... Oh mein Gott. 210 Stunden. Irgendjemand arbeitet hier am Kühlschrank. Ja. Jetzt fehlt mir Stoff. Können wir schnell durchpeitschen. Das sollte ja schnell erledigt sein. Und dann gehen wir weiter. Können wir mal kurz auf die Karte gucken, ob es noch einen anderen Boss gibt, den wir besiegen können. So, der ganze Rest ist okay. Oh, ich habe wieder 5 antike Bauteile. Das bedeutet, wir könnten... Ah, was war denn das, was wir jetzt dafür bauen konnten? Ich weiß es nicht mehr. Naja, werden wir rausfinden.
So, was können wir denn mal erkunden? Wir können ja eigentlich uns mal die Ecke hier unten angucken. Wir nehmen mal das kleine Dorf und dann fliegen wir hier unten mal so ein bisschen ab. Aber eine Sache würde ich gerne noch machen. Hey, komm, wir machen mal. Du fliegst doch wieder raus. Ich nehme mal den Dire Owl mit. Ich habe leider nur einen. Ich brauche dafür unbedingt mehrere. Dann kann man nämlich auch reiten. Das finde ich macht fast mehr Sinn. So, und zwar würde ich gerne nach Süden, ne? Genau. Wir starten mal mit ihm. Guck mal, was wir hier so finden. Das sieht sehr trostlos aus. Aber, oh, Liftmunk-Statuette. Yes, sehr gut. So, warte mal, hol dich mal aus. Ich würde halt immer noch sehr, sehr gern einen Dungeon haben. Ist das eine Liftmunk-Statuette? Okay. Wir gehen mal auf den Night Owl. Auf den Dire Owl. Und ich würde eigentlich auch sehr gerne noch ein paar Cremes mitnehmen. Weil davon brauchen wir auf jeden Fall noch welche. Sehr gut. Jo. Dann können wir nämlich nebenbei noch ein bisschen leveln. Liftmunk würde ich jetzt mal auslassen. Den Tiefanten können wir auch nochmal mitnehmen. Nein, er ist tot. Okay, der ist unter Wasser. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. 5 Grad mal. Ich könnte mir ja fast vorstellen, dass da oben auch irgendwas drauf ist. Ja, da ist definitiv irgendwas drauf. Shit, wie komme ich da hoch? Also ich meine, klar, der einfachste Weg ist, ich fliege da hoch. Oh, die brauche ich übrigens auch noch. Sehr gut, Nummer 7. Das ist Nummer 8. Pengulets. Gumos. Gumos können wir auch mal machen. Ah, ein bisschen früh theoretisch, aber okay. Sehr gut. Ey, Tiefhand nicht abhauen. I need noch einen von dir dann. Nummer 9. Und wir sind gleich Stufe 18. Boah, es ist so cremig. Wie dieser Creme ist hier. Ja.
Stufe 18. Und Creme ist Nummer 6. Da ist Nummer 7. So, noch 51 Pelz fern, alles gut. Also einen Tiefhand noch und zwei Cremes. Gucken wir mal, ob wir die hier noch finden. Da ist noch ein Cremes. Euch mache ich dann ein bisschen später. Ja, die Wolle kann man immer mal gerne mitnehmen. Und Cremes Nummer 10. Das war's. Sehr schön. So, ich hätte gern trotzdem noch einen Tiefhanden. Damit wir auch das abhaken können. Da ist einer. Ach, oder den. Hallo. Nein, shit. Der ist tot. Toter Tiefhand. Und Nummer 10. Jawohl, auch erledigt. So, wir sind schon wieder... 18... ein halb Level weiter. Alter Schwede. Ey. Shit, das wird zu viel. Das sollte passen. Jawohl. Aua. Scheiße, ich habe gar nicht geguckt, wie viel ich noch brauche. Noch einen. Oh. Okay, der ist tot, aber irgendeiner greift mich auch an schon. Und der letzte, Krumos. Dann sind wir damit auch durch. Jawohl, meine Damen und Herren. Sehr geil. Blitzschnell ist der auch noch. Was für ein Krumos jetzt? Etwas merkwürdiger. Eigenschaft, aber okay. So, ja gut, dann nächste. Nächstes Ding. Jawohl, sehr gut. Keine Angst, ich werde die Erinnerungen gleich mitnehmen. Ich will mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Da ist doch irgendein Ei drauf, ne? Ne, eine Kiste ist da oben drauf. Ja, hier wird 100 Pro auch, ja, ja. Irgendwo wieder so eine Statuette sein. So, aber wir holen uns erstmal kurz die Erinnerung. Oha, lila Kiste. Oh, Tag Nummer 2. Zoe Rains Tagebuch. Oh, wer ist denn Zoe Rain? Da müsste übrigens irgendwo unsere Basis sein, ne? Weil das müsste der Startpunkt sein. Und da oben müssten wir eigentlich unser Lager haben. Ach, gib mir das. Ah, zerfurchtes Ei, aber nicht Jumbo. I only need Jumbo. Alter, da hinten auf dem Turm ist auch noch so ein... Oh, und da ist noch einer.
Ich tausche mal ganz kurz. Entschuldigung, ich wollte E drücken. Ach so, das geht gar nicht. Ja, reiten. So, also den Part haben wir auch abgerabbelt. Es gibt leider keinen Dings, keinen Speicherpunkt, beziehungsweise Schnellreisepunkt. Ach, scheiße, ich muss weiterreiten, ne? Braucht die Kollegen hier alle. So, 3 und E. Reiten. Ja. Sehr gut. Level 19. So, jetzt aber. 83. Jawohl. Der vierte Fox Park. Ja, ich würde ich erstmal alle auslassen. Ich würde gern... Alter, wie dunkel ist es denn jetzt auf einmal geworden? Da haben wir noch eine Kiste, geil. Depressos könnten wir eigentlich auch mal fangen noch. So, dann haben wir gleich nochmal zwei neue Depressos. Sehr geil. Ja, und hier ist vorbei, ne? Ja, wir müssen hier von dieser Insel runter. Unser Nightwing hat was für eine... Arbeitstempo. Okay, ich brauche einen zweiten Nightwing. Ja, sehr geil. Grüner Daumen ist natürlich auch ganz, ganz unwichtig, die Fähigkeit. Okay, gut, dann können wir hier auch absteigen. Und uns... wieder den Fliegekollegen besorgen. Der Baum interessiert mich ja. So, haben wir hier links noch was? Nee. Hier sind auch keine... Sachen. Da oben haben wir noch eine Liftmunk-Statuette. Das war ganz weit weg noch. Kukra-Tests. Oh, ich muss gleich landen. Oh, hier haben wir noch eine Kiste. Die können wir uns mal holen. So, komm, Bruder. Da hinten würde ich gerne noch hin. Und? Ja, okay. Alter, was ist das denn? Das ist ja mitten auf dem Meer. Holy shit. What is it? So was wie eine... Bossbasis? Nee. Oh, da hinten haben wir noch einen Speicherpunkt. Also, Schnellreisepunkt. Ich will mal Speicherpunkt sagen, aber das ist natürlich Quatsch.
Oh, da oben ist ein Banditencamp oder so. Alter Schwede. Sieht ja auch famos aus. Sehr geil. Alter, wiedergeborener Typ. Boss, Level 50. Oh mein Gott. Wer ist er? Kann man so Punkte setzen? Nee. Doch, mit E-Marker. Gerade noch am Bildschirmrand gesehen. So, irgendwo da sollen... Speicherort sein. Ich hoffe, dass der Typ mich jetzt nicht angreift. Den kennen wir doch. Okay. Gut, wir müssen mal kurz notlanden hier. Und dann geht's einfach noch da hinten weiter. Da habe ich auf jeden Fall einen Speicherpunkt gesehen. Also, Schnellreisepunkt. Ich weiß nicht, wieso ich immer auf Speicherpunkt komme. Alter Schwede. So, wo war der? Da hinten geht schön die Sonne auf. Auch sehr geil. Ich hab Hunger. Alter, der frisst aber auch viel. Da ist so eine alte Kirche. Ja, ein paar Wilderer. Ach, da hinten ist der Speicherpunkt, den ich gesehen hatte. Oh mein Gott. Scheiße, ich muss da oben eigentlich hin. Da ist eine Erinnerung. Oh Kacke, ich habe keine Energie mehr. Eine rote Kiste. Mit einem welchen Schlüssel? Stahlschlüssel habe ich. Da haben wir noch ein Camp. Scheiße, da hinten ist irgendein Bossgegner. Ja, ihr habt das zu tun, ne? Aua! Das ist nicht mein Kampf. Nö, nö, nö. Scheiße, komme ich auf diese Insel darüber? Alter, ganz massiv. Großes Gebiet hier. Oh, vor allen Dingen, ey, wie groß dieses Spiel jetzt schon ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Na gut, dann machen wir zum Abschluss noch hier ganz kurz diese komische Insel. Mit der Chapel. So, hier können wir wieder absteigen und unser Reitmount nehmen. Ja. Da liegt noch ein Ei. Nee, ein Stein. Windhauchinseln Kirche. Da muss ich aber auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Ja, ja, na klar. Kiste. Okay, 11 Stück brauche ich für den nächsten. Das ist sehr viel. Ja, aber ansonsten ist die Insel hier so ein bisschen für den Arsch, wa?
Können wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Das machen wir aber nicht mehr heute. Ah, okay. Dahinter ist noch weiter Stück, weiteres Land. Ich habe gedacht, das ist vorbei jetzt. Alles klar. Okay, na dann haben wir doch einen ganz guten Überblick. Ach, guck mal, hier ist nochmal einer der Startpunkte. Das wird ja auch nochmal eine Starterinsel sein. Dementsprechend auch die ganzen Starter-Pels hier am Start. Alter, wie weit es noch nach hinten geht. Da ist nochmal irgendwas Besonderes. Ja, man sieht es nachts halt wirklich besser, ne? Diese ganzen Besonderheiten, ich glaube, das könnte ein Ei sein. Weiß man nicht. Naja, gut, okay, werden wir alles erkunden. Ich verabschiede mich, bis morgen, meine Lieben. Adieu.